Eine gute Frage. 14 Jahre ist eine sehr lange Zeit, gesehen auch schon von dem, was man in der Vergangenheit gemacht hat, wo wir gestartet sind. Und aktuell stehen wir eben davor, dass wir sagen, also wir begleiten mit unseren Kooperationspartnern sehr eng gerade den Zulassungsprozess und arbeiten intensiv daran, dass wir intelligente Messsysteme in diesem Jahr bekommen werden, die dann entsprechend die Zulassung bekommen. Diese setzen wir dann bei uns sukzessive natürlich dann ein, erproben diese, was wir bei uns als Rollout-Hochlauf bezeichnen. Somit konzentrieren wir uns gerade ganz aktuell darauf, dass wir eben die praktische Umsetzung beschaffen und dann beginnt entsprechend die Verifizierung im Feld. Dann sehen wir da nochmal wahrscheinlich ein bisschen Nachholbedarf und Anpassungsbedarf. Wir haben ja bisher schon Feldtests gemacht, wo wir knapp 1500 Messsysteme auch im Feld hatten und dort entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. Somit sagen wir ganz klar, wir werden auch eine Stabilisierungsphase haben. Ganz wichtig gehört da auf jeden Fall dann auch ein Monitoringprozess, ein Störungs- und ein Betriebsprozess dazu. Und dann werden wir uns, wenn das entsprechend funktioniert, noch mehr auf Themen ganz klar im Umfeld Steuern über Messsysteme konzentrieren, aber dann auch andere Anwendungsfälle wie Submetering oder im Umfeld von IoT. Also stolz bin ich insbesondere auf die Leistungen, die unsere Kollegen in der letzten Zeit generell schon gemacht oder erbracht haben, weil Sie haben es ja angesprochen, 14 Jahre Smart Metering bei unser Rollout-Projekt läuft jetzt seit 6 Jahren und da muss man ab und zu auch schon mal nach hinten gucken, wo ist man wirklich gestartet, weil sonst ist es natürlich ziemlich frustrierend, wenn man immer nur die Herausforderungen noch sieht, die da auf einen kommen und deswegen bin ich da schon sehr stolz darauf, was unsere Kollegen wirklich an Fachwissen aufgebaut haben, wie wir die Themen nach vorne gebracht haben und das erfreut mich eigentlich schon und da sage ich auch, dass der höchste Schatz bei uns eigentlich in den Köpfen der Mitarbeiter schon drinsteckt. Dann zeitnahe Erfolge, die wir auf jeden Fall sammeln wollen. Wir wollen jetzt mit unseren Kooperationspartnern oder sind gerade jetzt schon dabei, als erstes mit einem der Partner den sogenannten ALC-Test durchzuführen. Das ist im Zertifizierungsverfahren eine Voraussetzung, dass wir frühzeitig, ohne dass entsprechende Messsysteme schon zertifiziert sind, für Testzwecke an die WirkPKI ran dürfen. Das werden wir jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage durchführen mit einem unserer Partner, die anderen werden sukzessive folgen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch zertifizierte Messsysteme haben werden und dann mit unseren Partnern da entsprechend auch das Ganze hoffentlich groß feiern werden. Als größte Herausforderung sehe ich entsprechend hier die Interoperabilität der Gateways zueinander oder auch zu verschiedenen Gateway-Administrationssystemen und zwar über die gesamte Ende-zu-Ende-Prozesskette. Das heißt also, ich muss in der Lage sein, möglichst viele Gateways von unterschiedlichen Herstellern bei mir einzubinden und zwar über die gesamte IT-seitige Prozesskette. Das zieht sich ja wirklich bis ins kaufmännische Backend-System durch. Und wenn man mal davon spricht, dass man dann auch Prozesse wie Gateway-Administrationsbetreiberwechsel oder Messstellenbetreiberwechsel da durchführt, da ist das Thema Interoperabilität sehr wichtig. Und das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich ein Thema, was noch verstärkt zutage treten wird. Zum Beispiel eine kleine Anekdote ist einfach das Thema sichere Lieferkette dazu. Die Hersteller müssen ja in ihrem Zertifizierungsverfahren Wege vorgeben, wie also die Gateway aus dem gesicherten Produktionsbereich bis hin zu dem Kunden kommen. Und Stichwort Interoperabilität. Aktuell sieht das so aus, dass eben jeder Gateway-Hersteller eigene Wege beschreibt, die dann durch den Anwender, sprich den Messstellenbetreiber, umzusetzen sind. Und somit müsste ich vielleicht theoretisch, wenn ich 3, 4 Gateway-Hersteller bei mir zum Einsatz habe, vielleicht 3, 4 unterschiedliche Montageprozesse haben. Insofern Stichwort Interoperabilität extremst wichtig und auch eine der größten Herausforderungen, die ich für die nächste Zeit sehe. Zweifelsohne eine der größten Probleme, die wir tatsächlich aktuell haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man natürlich frühzeitig auch auf Behörden, regulatorische Rahmengeber zugehen muss, Gespräche führt und wir haben da auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach nur zu schimpfen bringt dort entsprechend nichts. Man muss Transparenz aufzeigen, was sind die Kosten, was sind die Probleme und die Schmerzen, die man entsprechend dabei hat. Dann im Markt am besten auch Verbündete sich entsprechend suchen
Und dann sehen wir natürlich dann auch noch das Thematik, naja, nur abzuwarten und darauf zu hoffen, dass jetzt irgendwo der weiße Ritter herkommt und genau die Probleme löst, die ich spezifisch oder mein Unternehmen habe. Das wird wahrscheinlich eben nicht passieren. Deswegen sagen wir, wenn wir zumindest vorne mit dabei sind, haben wir auch noch frühzeitig die Möglichkeit, Rahmenbedingungen, die jetzt auch noch weiter entstehen, wie beispielsweise aktuell im Zwischenmodell oder im Zielmodell, mit beeinflussen zu können. Und somit lautet dann unsere Devise, also nicht abwarten, sondern wenn es geht, vorne mit dabei zu sein. Die Einführung des Zwischenmodells kann ich persönlich nur begrüßen, da sie die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass wir 2020 etwas Erfolgreiches umsetzen werden. Die bisherige Planung, das Zielmodell bereits 2020 einzuführen, entspricht, glaube ich, nicht mehr der Möglichkeit der Gateways und wäre so zu ambitioniert gewesen und hätte zweifelsohne dann wahrscheinlich zu Enttäuschungen bei allen Beteiligten geführt. Das Zwischenmodell gibt uns somit die Möglichkeit, uns dem Zielmodell weiterhin zu nähern. Und deswegen arbeiten wir auch gerade an der Ausgestaltung des Zwischenmodells ja mit und sind dann ziemlich interessiert dabei, was im Zwischenmodell dann wirklich auf uns zukommt. Das wird ja wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann final feststehen. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass wir sagen, also sobald jetzt zertifizierte Messsysteme verfügbar sind, dann werden wir ja auch noch neue Erfahrungen sammeln. Und diese Erfahrungen sollten dann unbedingt in der Ausgestaltung des Zielmodells dann mit einfließen. Also aktuell liegt unser voller Fokus auf der Einführung von intelligenten Messsystemen. Man sagt bei uns immer so schön, ne? Erst die Pflicht, dann die Kür. Aber darüber hinaus haben wir natürlich schon angefangen. Und zwar ganz wichtig sind alle Themen, die im Umfeld Steuern über Messsysteme liegen. Da beginnt es natürlich gerade aktuell, die Arbeiten an den regulatorischen Rahmenbedingungen, hier Grundlagen zu schaffen auf Verbands-, aber auch natürlich auf Gesetzgeberseite, dass man hier verstärkt aktuell tätig wird. Und dann ganz klar alle Themen, die im Bereich Submetering oder auch IoT liegen. Wir haben beispielsweise im Submetering-Umfeld ja bereits Feldtests mit intelligenten Messsystemen und Gaszählern gemacht, wo wir also Gaszähler auch an unsere intelligenten Messsysteme angebunden haben. Oder darüber hinaus sammeln wir gerade gute Erfahrungen mit dem Modul von IoT Senna, wo wir dann entsprechend deren CLS-LoRa-Gateway zur Anbindung von Wasser- und Wärmezählern verwenden. Also wirtschaftlich sehe ich da mittelfristig auf jeden Fall gute Marktchancen bei uns und neue Treiber kommen hoffentlich hinzu. Also als Treiber sehe ich zum Beispiel das Thema Elektromobilität, welches hinzukommt, damit wir einfach noch zusätzliche Messstellen dann entwickeln werden und wir dann mit unseren intelligenten Messsystemen als Enabler der Energiewende oder auch natürlich für Elektromobilität dann endlich mit positiven gut zum Kunden kommen, wo wir also entsprechend nicht nur Zwangsbeglückungen beim Kunden reinbringen, sondern entsprechend den Kunden dann auch ermöglichen, an diesen Themen teilzuhaben. Und natürlich dann dem gegenüberstehen natürlich dann noch ein bisschen die Ungewissheiten, dass wir sagen, naja, regulatorische Rahmenbedingungen stehen noch nicht gänzlich, aber gesetzliche Vorgaben stehen noch nicht, technische Normen widersprechen sich in Teilen auch ein bisschen. Und das sind natürlich dann die Herausforderungen, mit denen wir umzugehen haben.